Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Auf dieses Video habe ich mich unfassbar lange gefreut. Es ist endlich soweit. Wir haben hier einen Blockbuster vor uns. Holt euch unbedingt etwas zu essen, zu trinken. Lehnt euch zurück und genießt dieses Video. Ihr werdet das jetzt wahrscheinlich schon zum 20. Mal sehen, wie es sich auch gehört. Ganz kurz trotzdem. Checkt erst das originale Video ab, Link dazu natürlich ganz oben in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Lasst da nochmal einen Daumen nach oben da und checkt, ob ihr da auch einen Kommentar geschrieben habt. Sehr wichtig, da Daumen oben, Kommentar da lassen und dann könnt ihr, wenn ihr das getan habt, jetzt hier mit mir das Video erneut sehen. Ich freue mich unfassbar drauf. Wir haben 40 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich alles erwarten kann, was ich alles hier sehen werde. Der letzte Song aus der Bohne, Akt 3, Julian Bam. Wo sind wir angekommen mittlerweile? Holy shit. Ich freue mich drauf. Wir gehen direkt rein. Ja, ich habe einfach unfassbar Bock. Und werde jetzt diese Zeit mit euch genießen. Sie wird vergehen wie im Fluge. Davon gehe ich aus. Holy shit. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, ich will gar nicht so viel reden. Let's go. Was bisher geschah. Wir müssen Julia finden. Sie wurde entführt. Von denen hier. Aber wie? Es geht noch einmal was schief. Vielleicht kann sie uns helfen. Julia zu retten war eine scheiß Idee. Statt Knast werden wir jetzt gegessen? Fass unseren Nachtisch nicht an. Hier könnten wir vielleicht Julia finden. Du! Oh, hey Jungs. Rezo hier hat mich gerettet. Die Masken sind fast am Ziel. Ihnen fehlt nur noch das letzte Puzzlestück. Ein seltener Stein, der nicht von dieser Welt ist. Oh, aber Junge. Alter, es die Masken ist alles immer stärker. Wir haben alle unseren Boden zerstört. Und ist so krass. Keine Bewegung. Ich habe euch im Visier. Dein Tattoo sagt, wir sind da. Wow. Der Osthase, was ist hier los? Was machen wir jetzt? Oh shit. Steckt euch alles ein, was wertvoll aussieht. Nein, mein Teenage Crush. Was zur Hölle machst du da, John? Ich hol mir ein Autogramm vom Osterhasen. Der Mama ist da. Bro. Komm jetzt mit. Das wäre ich, wenn, so, wenn ich, keine Ahnung, bei so einem K-Pop Idol irgendwie, ich wäre so, ey, ich hol mir doch dieses scheiß Autogramm, Junge. Von zu sein. Aber nicht von mir. Was brauchst du da so lange? John. Sorry. Da kommt jemand. Jungs. Was ist das? Guck mal, das hatte der Osterhase in der Hand. Was ist das? Jetzt lasst den Furry in Ruhe. Versteckt euch lieber. Lasst den Furry in Ruhe, Bro. Endlich oh, haben wir euch zwei Asiaten. Smolik ist weg. Asiaten, in meinem Laden? Ihr seid mir bei. Illegaler Anbau, geil. Entführung und Mord. Perfekt, das gibt eine Gehaltserhöhung. Wir wohnen hier. Nein, tut ihr nicht. Verdammt, die sind gut. Ach, John, Mann, ich liebe John. Halt die Klappe, John. Oh mein Gott, was ein fucking geiles Intro. Der letzte Song aus der Bohne. Oh mein Gott, was ein wunderschönes Intro, Junge. Holy shit. Imagine, die Werte noch mal sehen. Bro. John, was ist? In dir sind wir drin. Oh Mann, Leute, ich bin unschuldig. Wir wollen Leute schlafen. Psst, sag mal leise, John. Da liegt jemand. Und der ist bestimmt nicht umsonst hier drin. Mein Arsch ist nicht ready für den Knast. Ich weiß, es geht nicht immer alles optimal. Mein Arsch ist nicht ready für den Knast. Okay, den werden auch nicht alle verstanden haben, den Joke. Ey, Bro, mein Arsch ist auch noch nicht ready dafür. Ach, die Klappe, lass mich mal sehen. Oh, das Symbol vom Osterhasen ist verschwunden. Ja, Mann, weil er getötet wurde. Oh, langsam wird mir das echt zu gefährlich. Das Pergament. Zeig mir nochmal das Pergament vom Hasen. Schneller. Wer ist die Person, die da liegt? Ey, da unten ist dieser Dings, Bro. Der kleine Boy. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, was soll das? Mit so einem kosmischen Schlaganfall, was hätte ich denn tun sollen? Ich weiß jetzt, wo der Stein ist, von dem Rezo gesprochen hat. Oh, ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Ah. Hey, Jules, das ist dein Fan. Oh, nee, nicht das der. Das ist der Fan, Junge. Oh, hey, Julian, hey, ich dachte ganz kurz, dass das Jengis ist, Junge, aber ist er nicht. Der Fan ist back. Geil. John, ey, ihr hier? Was haben sie denn mit dir gemacht? Ihr habt das mit mir gemacht. Nach der Explosion und dem Tod von Merle. Curly,
Was passiert? Es war eine Falle, Jungs. Scheiße! Nimm mein Pager! Habt ihr beiden mich bei der Polizei verpfiffen? Der Verrückte wollte uns umbringen. Der hat unseren Freund in die Luft gejagt. Derby! Ich habe jahrelang trainiert, um mich an euch zu rächen. Oh, shit. 100 Sit-Ups, 100 Liegestütze, 100 Kniebeugen. Oh, One Punch Man und 10 Kilometer gerannt. Das wird aber schwierig im Knast. Deswegen sind die Haare ausgefallen, Junge. One Punch Man. 10 Kilometer laufen und das jeden Tag. Und Steroide? Alle. Wir mussten nicht verpfeifen, weil... Weil? Damit wir einen Plan machen können, wie wir dich wieder rausholen können. Lüge! Verdammt, der ist gut. Lauf! Wohin willst du laufen? Zwei Stück Seife, bitte. Ju? Ja, bin schon dabei. Ich weiß nicht, in welche Richtung das so geht. Okay, 21 Pilots. Bro, geil. Geil, 21 Pilots, Liebe. Weil ich glaube, eines meiner, mein zweites oder drittes Reaction-Video auf diesem Kanal, könnt ihr nachschauen, war zu 21 Pilots. Ich glaube, mein zweites. Ich erklär dir, warum ich nicht in den Knast kam. Wow. Kleine Zahnstocherarme und ich hab Platzangst. Mhm. Nach jedem Horrorfilm wein ich die ganze Nacht. Klaustrophobie hatte übrigens. Platzangst ist das Gegenteil von Klaustrophobie. Lang, verspieltes Leben. Ich weiß, Ju, er wusste schon, dass solche Kommentare in den Kommentaren sein werden unter den Reactions. Und er hat sich schon darauf eingestellt. Naja, egal. Sitz ich nur auf der Ersatzbank. Auch vor Covid war ich auf 2 Meter Abstand. Nie mehr Gym, weil sie mich tot ausgelacht haben. Meine Freundin Boah, das ist mich immer nur fast dran. Mein bester Freund ist nur ein Astmann. Fast dran auf Astmann, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben Aaron Troschke mit 1 Million Mrs. Beller Bildern in seiner Zelle, Junge. Wie gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben Held der Steine hier drin. Ich hab Anxiety. Wow. Und ich weine viel. Ey, auch dieser Effekt von der Stimme von, boah, ich weiß leider nicht, wie der Frontman heißt. Ich mach's nochmal ein bisschen lauter hier, by the way. Irgendwas, Tyler? Ich glaube Tyler. Ist unfassbar gut getroffen, so dieser Effekt. Dieses Dreirad hat gefehlt, Max. Er ist rausgekommen, auf einfach, by the way. John, ich bin frei! Oh nein. John. Oh, scheiße. Okay, cool, schön für dich. Jetzt hol mich hier raus. Oh, das sieht ja auch cool gemacht. Das sieht nice aus. Nein. Was? Du hattest recht. Ich will dich nicht mehr in Gefahr bringen. Ich muss diesen Stein finden. Alleine. Hier bist du sicher. Nein! Nein! Ey! Ey, hol mich hier raus, du dreckiges Schnitt! Komm zurück! Keine Sorge, John. Ich bin jetzt dein Freund. Skoliosen Umarmung. Was bleibt denn, Mann? Oh, aber irgendwie auch süß. Irgendwie auch süß. Bro, wir haben einfach mittlerweile Prison Break hier erreicht. Wohin des Weges? Oh mein Gott, geil, Junge, geil. Varion ist am Start. So viele Leute, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Gefangenenüberführung. Ach Erich, Mensch, bist du nicht im Urlaub, sag mal? Ja, Mykonos, mit den ganzen Mädels oder nicht? Und warum siehst du eigentlich so bleich aus? Geht's dir gut? Was hast du da eigentlich mit dem Knecht dafür? Ganzkörperinspektion, vielleicht Drugs im Arsch oder so. Ah, deine Sonderbehandlung. Ich mach mich doch mal los. Geil, Junge, Varion, das freut mich richtig, dass er am Start ist, Junge. Wir müssen Erich feuern. Ja. Yeah. Geil, dass auch sein Stil hier mit drin sein durfte. Mega geil. Zellenkontrolle. Scheiße. Wo ist er? Ey, du, wo ist denn dein Freund hin? Ich habe keinen Freund mehr. Der hatte Platzangst, hat er gesungen. Wir müssen ihn finden. Hat er aber echt gesungen, ja? Oh, shit. Los, los, los. Bro, ich sag's, wie es ist. Diese Masken sind überall. Nicht gut. Scheiße, Masken! Du musst mir helfen!
Nein, nicht das! Du musst mir helfen, hier rauszukommen! Wieso willst du fliehen? Hier gibt es gratis Essen und Wohnen umsonst! Draußen wartet nur eine Inflation, Viren, Erderwärmung, korrupte Politiker und Eagles. Die Masken! Die sind recht jetzt nicht muss man und sagen, recht schneiden hat er ihn auf und verkaufen seine Organe an. Egal. Schaust du viel TikTok? Richtig. Ich finde gut, wie die Seife die ganze Zeit gewandert ist, von einer Schulter zur anderen. Okay, ich muss sofort Ju retten. Ich brauche eine Armee. Eine Armee von... Eagles. Jetzt hör doch mal auf mit deinen Eagles. Na gut, wenn du unbedingt hier raus willst. Geil, das sah aber gut aus, Junge. Wer seine Strafe nicht absetzt, ist ein Stück Scheiße. Und nur Scheiße im Kopf. Scheiße. Oh shit, die waren echt im Gulli drin. Oh nein. Oh nein, John. Oh nein. Ich praye einfach, dass das irgendwie Zuckerrübensirup oder irgendwas ist. Oh John. Oh Bro. Der arme Junge. Hey du Penner. Willst du mitessen? Was? Digga, das sind die 257ers. Einfach die 257ers. Junge, es sind Leute da, mit denen ich am wenigsten gerechnet hätte, wirklich. Ich hätte mit allen gerechnet, aber nicht mit Varion, Held der Steine und die 257ers. Das ist eine Mauereidechse. Genau, davon gibt's Tausende. Na, oh, schade, der ist weg. Ah, ich glaube, der hat gecheckt, dass er eine Ratte ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gerade diese Schilder gesehen. Für Orange, Morange, für Skurrus, für Tanzi. Statement auch nochmal ganz kurz, das Glas von Tanzi ist komplett voll. Das von Tanzi ist voller als voll. Oh mein Gott. Ich liebe diesen kleinen Hints, diese kleinen Anspielungen. Ich habe es im letzten Reaction-Video schon gesagt zu Akt 2, beziehungsweise zum Spin-Off auch, dass diese Videos, diese Hauptvideos sind mittlerweile einfach so eine Zeitkapsel für Internetkultur geworden, für deutsche Internetkultur, die einfach nicht besser hätte verbaut werden können. Ultra nice, Mann. So, noch ein bisschen hiervon. Alicia ist auch wieder am Start. Sehr sympathisch auch. Und posten. Schau mal, da ist Daddy. Was, Tino? Nein, dein Dad ist doch... Daddy! Tino, lauf! Digga. Wo ist der Krankwart? Und links, rechts, Beine nach vorne. Oh, Marc, Junge. Und vor- ich lieb den Mann. Ich lieb den Mann. Marc wirklich 100 aus 10 sympathisch. Geil, dass er dabei ist. Hinten. Übrigens, Leute, mit dem Rabattcode Marc bekommt ihr 3% Rabatt auf Faschina. Hilfe, ein Perverser. Shit, sie kennt meinen Browserverlauf. Nein, sie doch nicht. Da ist ein Perverser in ihrer Waschanlage. Enemy spotted. Digga, geil, dass Marc da ist. Ich lieb den Mann, echt. Seh mal auch in der Rolle. Der geht darin auf. Tino! Wie kannst du nur, das arme Kind? Junge! Was? Ja, der hat so einen Sprachfehler. Was fällt dir ein, diese Familie zu belästigen? In meiner Waschanlage? Die Benutzung der Waschanlage ist nur für Fahrzeuge. Bin ich? Was? Ich muss zu meinen Klamotten. Bitte! Sie kommen mir hier nicht ungeschoren davon. Hä? Der war so sauber, dass er mir aus der Hand geflutscht ist. Oh, Junge. Oh, bitte nicht! Schaut mal! Ein Exhibitionist habe ich ja noch nie live gesehen. Lass mal Gruppe Foto machen. Nein! Was? Bitte! Nein. Die Polizei sucht mich. Fotos werden voll unklug jetzt. Wir dürfen keine Bohnen mehr nutzen. Nur noch oh shit, okay, oh shit. Wer war auf dem Thumbnail? Auf dem Thumbnail war Psy zu sehen. Auf den freue ich mich. Ich weiß aber nicht mehr, wer noch im Thumbnail war. Ich weiß, ich kann mich nur noch an Psy erinnern. Notfall. Meine letzte Bohne. Es ist Psy. Es ist Psy, natürlich. Asiate. Junge, ich freue mich. Okay, give it to me. Mein Lehrer meinte, aus mir wird nie was. Oh, doch jetzt guck, mein ich bin Gott. Ein Auto. Mama sagte, werd doch Arzt. Aber ich wurde ein Auto. Ob bei Tag oder bei Nacht. Holy alle shit. Gucken sie mir nach. Aus dem Land und in der Stadt. Wissen sie, ich hab's geschafft. Anzug Lamborghini, das aller... Oh mein Gott, gemachter Mann. John als Psy, sehr gemachter Mann, muss ich sagen. Modell, wow. Blitzer werden Paparazzis, weil ich fahre sehr schnell. Lock die Golddigger an mit meinem tiefen Fahrgestell. Diese Szene haben sie öfter gedreht, aber auf Johns eigenen Wunsch, sag ich so, wie es ist. Schnell, lock die Golddigger an mit meinem tiefen Fahrgestell. Hab nen fetten Spoiler, der mich am Boden hält. Hab nen fetten Spoiler. Iron Man tötet Batman, okay, geil.
Ich wusste, dass da irgendein Spoiler draufsteht. Jetzt wisst ihr es alle leider. Ausbruch vom Mercedes, ja jeder guckt und redet. Look Mama Mädels, steig ein. Digga, das ist so gut gemacht, sagst du es. Wenn ich Gas geb, kannst du mein Gummi spüren. Das Ding ist, sowas würde in einem Psy-Musikvideo auch passieren. All das, was da passiert, würde auch in einem Psy-Musikvideo passieren. Ich sag's, wie es ist. Mein Lehrer meinte, aus mir wird nie was. Doch jetzt guck, ich bin ein Auto. Mama sagte, werd doch Arzt. Aber ich wurde ein Auto. Ob bei Tag oder bei Nacht. Ich freu mich jetzt schon auf die Vollversion von Auto. Ich freu mich drauf. Sie mir nach. Auf dem Land und in der Stadt. Wissen Sie, ich hab's geschafft. Ich bin ein Auto. Digga, das war ultra gut. Ich bin dein Auto. Holy shit. Diese Hupe da drin. Ich sag's, wie es ist. Gefällt mir sehr. Da kommt auf jeden Fall eine Reaction zur Vollversion. Ich bin dein Auto. Wow. Also John lebt auch den Traum, dass er wirklich als Mensch in die Autowaschanlage reingehen durfte, was jeder von uns schon mal machen wollte. Also entweder man wird richtig sauber oder man stirbt, denkt man, glaube ich, immer. Das war krass. Jetzt, wo ich weiß, dass du ein Auto bist, hier, ein Duftbaum. Schön. Du bist ein bisschen nach Arsch. Junge, geil. Es tut mir leid für das, was ich gleich tun werde. Aber ich habe mich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Weggeglitscht. Daddy. Tino. Ja? Ich bin nicht dein Scheißvater! Der arme Was? Tino! Der arme Tino, Junge! Oh Mann! Okay, dann muss ich erstmal meinen echten Dad finden. Spin-off incoming. Oh, holy shit, einfach Mark Zuckerberg ist sein Vater, Junge. I look the other way. I don't Diese Musik ist so wunderschön, Junge! Müsste der Stein versteckt sein. Holy shit. I need my beat at any expense. It doesn't make sense, but every cell in my body. Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie da? Ich muss nur. Das ist Rumatra, das ist Rumatra. Sagt, was ihr wollt. Das ist doch Rumatra, Junge. Entschuldigen Sie bitte? Ich erkenne doch Wieland, wenn ich ihn sehe. Ich muss nur. Das ist doch Rumatra. Sagt mir, was ihr wollt. Das ist doch Wieland, Junge. Ich höre doch schon die Tür aufgehen im Hintergrund. Ich muss nur da vorne hin, zum Altar. Ah, Sie sind einer der Gabenträger. Sie sind spät. Beeilen Sie sich, mein Sohn. Bin ich Ihr Sohn? Aber ich bin dein Vater. Ah, doch nicht Wieland, glaube ich. Doch nicht Rumatra. Lars! Aber wir haben Lars hier. Lars Fricke. Das ist doch Lars, oder nicht? Das ist Lars. Junge, also den kennen, glaube ich, nicht mehr viele von euch. Seid ihr vielleicht zu jung für Scene-Tag TV? Scene-Tag TV, meine Kindheit. Dan und Lars, geil. Oh, Bro. Diese Gabe soll uns daran erinnern, was du für Kinder in Nöten getan hast. Ja, oh, nein, ist das so eine Mafia-Dings? Und den Guten. Es ist Lars, geil. Gut, dass Lars Diese dabei ist. Diese Gabe soll uns an deinen Einfallsreichtum erinnern. Oh, Mann. Diese Gabe. Junge, ey, es sind so viele Insider, dass es mir leid tut, wenn ich nicht alle sehe und nicht alle verstehe und nicht alle anspreche. Aber ich lieb's, dass dieser kleine Dude einfach einen Flachmann dabei hat. Da sehe ich Jordan. Guter Kollege von mir. Der hat auch gerne mal sowas dabei. Ich sag's, wie es ist. Diese Gabe soll uns daran erinnern, dass du uns als Familie immer wohl genährt hast. Du bist eh zu jung dafür. Was geizst du so? Oh mein Gott, das ist Säumicke. Auf Säumicke einfach. Diese Gabe. Tristan Säumicke, unfassbar nett, Mann, unfassbar nett. Habe ich auch auf den Spotify-Event, gerade sehr vorteilhafter Pause-Moment für Ju, auf der Spotify-Party von Ju und Rezo kennengelernt. Mit dem haben wir ultra lange gequatscht. Und da haben wir ihm so voll Props gegeben, weil er hat seine Haare gerade abgemacht und sah richtig fresh aus und hat sich richtig gut gefühlt. Und
Fand ich gut, der sah richtig gut aus. Da haben wir ihn so ein bisschen, hab ich ihn mit Simon Will so ein bisschen Jugendwörter beigebracht, damit er auf dem aktuellen Stand auch ist. Diese Gabe soll uns daran erinnern, dass er uns alle immer unter den Tisch getrunken hat. Er ist an Alkohol gestorben. Ich meinte, nicht selber getrunken hat, sondern für andere gebraut hat in seiner Geheimbrauerei, die er bestimmt alle gar nicht kennt. Hier, für dich. Oh, das ist der Dad von Jude, der hier sitzt. Er ist in seiner Brauerei gestorben. Nicht Brauerei, sondern er hatte immer seine geliebte Frau dabei. Oh, er hat sie betrogen. Mein Matteo hatte eine Affäre? Du bist befremdgegangen? Oh, shit. Was muss ich noch alles ertragen? Erst die Sache mit Bibi und jetzt das? Oh. Du Arschloch! Verarbeitet ihn zu Fischfutter! Band ihn weg wie Big Mac! Für Fortnite! Oh mein Gott. Jetzt schon wieder Big Mac für Fortnite, Junge. Okay, Freunde, ich glaube, ich bin auf der falschen Beerdigung. Ich nehme ganz kurz meine Gabe wieder zurück, ja? Nur kurz die Schüssel. Nein. Oh nein, oh nein. Kämpfe den! Oh nein. Seelenloser. Du bist ein Seelenloser. Ginger-Shaming. Das ist mein Mann. Ich liebe so diesen Humor, dieses Pacing ist immer so angenehm. Hilfe! Hat er nicht schon genug gelitten? Oh shit. Oh shit, Junge. Oh shit, wer ist es? Kapital. Wer ist es? Stimmt, Kapital war auf dem Thumbnail noch. Okay. Give it to me, Bro. Ich hab keine Ahnung, was mich jetzt erwarten wird. Oh mein Gott, Bro. Digga, Mimik und Gestik ist on point. Mimik und Gestik ist on point. So wie Dave. Digga, weiß wie der Geisha. Ich weiß nicht, wie der Geisha. Trägt mir die kalte Schulter. Und soundtechnisch auch sehr stark. Besser fast schon als der aktuelle Kapital-Output. Du bist der Mädchen, ich der Prinz. Das wird uns beide macht keinen Sinn. Aber was die anderen sagen, egal. Du bist meine Fan-Partei. Ich frag dich, wie war dein Tag? Und du sagst nix, ich selber nur da. Stille Wasser sind tief. Und du bist der Mann, die am Gramm. Bro, es ist so bodenlos. Der Marianengraben ist die tiefste Stelle auf der Welt. Oh mein Gott, das war clean. Du bist einfach nur noch perfekt. Es war gut, dass Benzema auch erwähnt wurde. Also textlich war es wirklich, bis auf ein paar Worte wie Marianengraben, die Kapital nicht benutzen würde, war es sehr, sehr nah am Original dran, muss ich sagen. Und soundtechnisch sowieso. Es ist fast schon gruselig, wie leicht man und wie gut man sowas imitieren kann irgendwie. Einfach mal kurz die Beerdigung zur Dance-Session gemacht, Bro. Wichtig und richtig. Hey, stehen bleiben! Oh, shit. Oh shit, Bro, jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Okay. Oh shit. Oh mein Gott, Oscar der Gärtner Green. Hey, dich kenne ich doch. Oscar? Genau. Oscar, du musst mir helfen, ich werde verfolgt. Hier rein, schnell. Ja. Wie langsam die auch immer sind, Bro. Danke, Mann. Gern geschehen. Oben bist du sicher.
Cool, dass du so zufällig aufgetaucht bist. Es gibt keine Zufälle. Ich wollte gerade sagen, beim letzten Mal auf diesem Text stand, Oscar der Gärtner ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Okay, was machst du eigentlich hier? Ich habe auf jemanden gewartet. Oh Mann, Green ist auch so gruselig bei solchen Sachen, sag ich mir so. Und auf wen? Na, auf dich, Julian. Junge, das war eins zu eins aus dem Horrorfilm gerade. Nein, fuck, fuck, fuck! Ey, das ist der Junge, Junge! Das ist der Junge von dem Osterhasen-Video und sein Roller wurde geklaut. Oder? Wurde nur der Dings geklaut, ich Tasche. Kenn dich. Was? Hier, hat mir meine unerwiderte Liebe geschickt. Was? Guck mal, der Typ wollte Tino hauen auf seinem Geburtstag, zu dem du nicht eingeladen warst. Oha, krass, aber hier hast du Lust, zusammen ein Eis essen zu gehen? Auf den du nicht eingeladen warst. Ach, Mann. Was du einmal sagst. Da ist die Dola. Ich brauch den. Was bekomme ich? Magische Bohnen. Deal. Junge, das sind nur Steine. Sorry, ich hatte keinen mehr. Ich mag den Kleinen. Ich komme. Ich mag den Kleinen. The fuck, Bro. Digga, das sieht geil aus. Das sieht richtig gut aus. Holy shit. Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Scheiße. Masken. Oscar, lauf. Oh mein Gott. Bittet unseren Gast doch zu Tisch. Wunderschön, nicht wahr? Rote Blumen, perfekt getrimmtes Gras. Aber weißt du, kümmert man sich nicht darum, dann wächst alles wild daher. Oh mein Gott! Junge, Green sieht so wunderschön aus hier. Mischt sich in das einst schöne Bild. Daher müssen wir die Schönheit erhalten, wie bei dieser wunderschönen Mondblume. Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Oh! Oh, wo sind denn überhaupt meine Manieren? Möchtest du kosten? Frisch geschossener Hase. Hase? Was für ein Zufall. Ich sagte dir bereits. Geil, das mit dem Hasen war cool. Ey, Green erinnert mich so doll an diesen komischen Vampirtypen aus Wilde Kerle 5. Wisst ihr, diesen... Nee, am besten an diesen Vampirtypen aus Wilde Kerle 5 und aus Wilde Kerle 2, diesen Gonzo, oder wie der hieß, mit... hallo, meine Butterblume, oder was er mal gesagt hat, keine Ahnung. Bisschen an ihn erinnert er mich. Es gibt keine Zufälle. Was für dich wie ein Zufall erscheinen mag, ist nur die logische Konsequenz aus all deinen Folgen. Ich finde gut, dass er so eine goldene Maske hat. Alles, was du getan hast, hat dich unwiderruflich hierher geführt. Und somit hast du uns den Stein gebracht. So wie du uns auch zum Osterhasen gebracht hast. Oh, und hier Piet hat dich auf Schritt und Tritt verfolgt. Actually, ja. Ja. Ebenso hast du uns zu Curly, dem Erschaffer der Bohnen, gebracht. Auch Rezo haben wir durch dich beseitigen können. Rezo ist tot? Er war ein Verräter. Nicht so wie du. Du bist unser Ehrengast. Wieso ich? Du kannst doch so viel Großes vollbringen. Durch deinen Kompass können wir die anderen Wächter beseitigen. Schließ dich uns an, mein Freund, und du wirst unseren Herrn kennenlernen. Bro. Der Mann aus dem Mond. Denn die Zeit ist gekommen, diese Welt zu reinigen von dem Unkraut, das sich... Mensch nennt. Niemals! Bro. Wie gut, das ist ein scheiß Film. Können wir kurz festhalten, dass das ein YouTube-Video ist? Wir befinden uns auf YouTube. Hier wurden früher Katzenvideos hochgeladen und keine Ahnung was, wie Leute versuchen, mit Laserschwert rumzuhandeln und dann umfallen. Und jetzt haben wir einen fucking Blockbuster. Wir haben eine Serie, wir haben einen Film, wir haben eine Reihe an Filmen, die auf YouTube erscheinen, auf so einem unfassbar krassen Production-Niveau, Production-Value, was insane ist. Also da wirklich meinen allergrößten Respekt an das ganze Team. Es ist insane. Es ist insane, wenn man drüber nachdenkt, dass das auf YouTube ist. Dass das der Standard von diesem Team ist. Das ist insane.
John, wo bist du? Joe, wo bist du? Bitte sag, sie stehen direkt nebeneinander. Wo bist du, Mann? Bitte sag, Juice hinter ihm jetzt. Bitte. Ich kann Schade. Hören. Oh mein Gott, er ist unter der Erde. Joe, bist du da unten? Kannst du mich hören? Joe! Wait a minute. Oh mein Gott. Wie gut sieht das bitte aus? Und warum ist das CGI hier gefühlt besser als in allen letzten 10 Marvel-Serien und Filmen zusammen? No joke. Wie gut sieht das aus? Oh mein Gott, Mann. Wow. Wow. Allgemein, seit die Hauptvideos zurückgekommen sind, die CGI-Effekte sind wirklich top-notch nochmal um 110% gestiegen. Oh mein Gott, Mann. Holy shit. Holy shit. Fuck, Mann. Holy shit. Auch dieser Zoom-In. Geil. Krass. Hat jemand ein Taxi bestellt? Julia. Junge, auf was für einem Niveau sind wir? John. Was passiert hier? Man kann nicht predikten, was als nächstes passiert. Auf einmal Jules auf so einer riesigen Erddings, die im Himmel schwebt, im Schloss. Und dann kommt einfach Julia mit einem echten Heißluftballon um die Ecke. Es ist wirklich wie eine Serie oder ein Cartoon schon eher, wo alles möglich ist. In normalen Serien und Filmen passiert das nicht, weil du halt nicht einfach das machen kannst. So, keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Es ist wirklich krass. Es wirkt wie so ein animierter Film oder ein Anime oder whatever, wisst ihr, weil es passieren Sachen, die eigentlich unmöglich sind, darzustellen. Es ist ganz warte, krass. Das war doch hier irgendwo. Ah, Bro. Steig ein! Schaut euch das einfach mal an. Ich bin so dumm, wieder nach euch zu suchen. Nur weil ich durch euch reich werden wollte? All diese Scheiße wäre niemals passiert. Curly und Rezo wären noch am Leben. Der Osterhase auch. Und John, der ist nicht im Knast. Scheiße! Eine letzte Bohne habe ich noch. Okay. Green lädt einfach das Good Life. Du bist ein krasser Bad Guy, der die Welt zerstören will. Und hast sogar eine Armee, die deinen Rasen mäht, ein Känguru, das niemand versteht, weil es so blub macht und eine fucking fliegende Insel. Die haben übrigens für den Synchronsprecher für das Känguru, ja, haben sie sich den Synchronsprecher von Bruce Willis geholt, aber man hört es leider nicht ganz raus, weil der wurde nur dafür bezahlt, blub zu machen. Aber du hast trotzdem keine Chance hiergegen. Oh mein Gott, ja! Und bitte, bitte erfüll mir diesen Wunsch, dass Sido auch zu sehen ist. So klein und doch so mächtig. Wärt ihr nicht so geldgeil, hättet ihr unseren Herrn wirklich Probleme bereiten können. Nein! Oh mein Gott! Komm mit, Digga, du bist unser Ehrengast. Ich weiß. Wie cool, wie cool, wie cool, dass Green auch was rappen kann. Geil, Junge. Der Kompass ist für dich eine schwere Last. Du wolltest reich werden, aber hast es nicht geschafft. Geil. Dafür hast du was viel Größeres für mich vollbracht. Boah. Der Mondstein ist der Schlüssel für den Neustart. Und nur durch dich entzünden wie das Feuer. Alles wird erneuert, Digga, es wird heftig. Die Ruhe vor dem Sturm, der Rest ist nicht ready. Wow. Wie gut, ey, ich sag's wie es ist, Oscar der Gärtner sollte vielleicht mal über eine Zweitkarriere als Rapper nachdenken. Eventuell. Schon lange unter euch verborgen, jeder kann es sein. Wissen viele, die die Welt von ihren Sünden befreien. Es wird Zeit. Wie süß ist das Känguru, Junge? Wie süß, Junge, wie süß. Ich möchte das im Merch-Shop haben, mit dieser Hood und so, und dann will ich knuddeln damit. Frei, es wird Zeit, unseren Herrn zu empfangen. Nur durch ihn können wir alle Erlösung erlangen. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot. Blutrot und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt.
Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond. Oh mein Gott, Junge. Und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich holy den Thron shit. Holt. Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. Es ist unfassbar. Erstmal, ich möchte von diesem Song jetzt die Vollversion haben. Ich möchte den jetzt hören. Das hört sich so unfassbar gut an. Green als Sido. Sachen, wo ich nicht wusste, dass ich sie gebraucht habe. Und wie das Ganze hier aufgemacht ist, das, was ich eben schon gesagt habe, es ist einfach wie, die machen das Unmögliche möglich in diesen Videos. Dass der Herr sich den Thron holt. Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. Holy shit. Kann ich jetzt gehen? Junge, schaut euch das an! Endlich können auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Wichtig und richtig. Oh, hör auf! Hast du keine Höhenangst? Ich hab nie Angst. Ich denke mir immer, vielleicht hat die Angst ja selber Angst. Und wer hat schon Angst vor jemandem, der Angst hat? Okay, ich wäre gern so wie Julia, Mann. Actually, think about it. Think about it, guys. Ich bin echt froh, dass du hier bist, Julia. Ich hab dich anfangs nicht so gemocht, um ehrlich zu sein. Wegen der Ukulele, oder? Keine Geheimnisse für mich behalten. Ich habe dir eine neue Ukulele gekauft, oh, mit der ich dich überraschen wollte, wenn wir wieder zu Hause sind. Oh. Danke. Warte, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich habe trainiert. Wichtig und richtig, ja. Bitte sag, ich schau das Mark Eggers Video. Ja, natürlich. Geil. Krank. Continuity on point hier. Mit einer Armee voller Masken. Zum Glück habe ich für Verstärkung gesorgt. Und ich habe ihnen eine furchteinflößende Kriegsbemalung verpasst. Jetzt sehen sie... Oh, süß, Junge. Das sind die sehr weltoffenen Freunde vom zweiten Akt. Sie nennen mich aus wie... E-Girls. Das I steht für Deutsch. Hm? Da ist die Insel! Was? Wo? Da! Junge, das sieht John? So gut aus. Ja? Du riechst ein bisschen nach Arsch. Trotz der gründlichen Wäsche. Warte. Du bist ja maskiert. Ja. Aber hiermit kannst du nicht nur dein Gesicht und deine Daten wichtig und richtig Blicken maskieren. NordVPN? Machst du gerade Werbung? Genau. Du kannst dich sogar gleich doppelt schützen mit Double VPN. Und du kannst es sogar an 6 Geräten gleichzeitig nutzen. 6 Geräten? Das ist ja... Der Windows. Oh mein Gott! Ja! Ja, es ist der Win der Woche! Mr. Trashpack, es ist der Win der Woche! Du hast es erfasst! Oh mein Gott, das hat mich so glücklich gemacht gerade. Es ist der Win der Woche! Phil, du hast es geschafft! Du kannst sogar an 6 Geräten gleichzeitig nutzen. Oh. 6 Geräten? Das ist ja der Win der Woche! Und weil du es bist, gebe ich dir noch einen speziellen Rabattcode. Kannst du auch in der Videobeschreibung nachlesen. Cool, ich gehe nach Hause und... Oh, ich weiß nicht, okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch der Joke ist, dass Mr. Trashbag so viel schwitzt. Ob das einfach wirklich durch den Dreh passiert ist oder ob sie ihn extra befeuchtet haben. Aber es gibt dieses YouTube-Video, wo Unge drauf reagiert hat und den Lachflash des Todes schiebt, weil Mr. Trashpack einfach seine YouTube-News in seinem Studio aufnimmt, wo es fucking warm ist. Und im Sommer, es ist warm, mit Softboxen auf eingerichtet und man redet, es ist fucking warm in dem Studio. Und Mr. Trashpack läuft der Schweiß wirklich so runter und Simon hat die beste Zeit seines Lebens. Ich weiß nicht, ob das darauf eine Anspielung sein soll, aber hey, Ju, schön wie immer. Aber es freut mich gerade einfach. Mr. Trashpack, Junge. Lebende Legende. Der macht YouTube-Shorts ganz gute und die haben auch echt gut Klicks. Also, der macht da so 200.000, 300.000 Klicks pro Short teilweise. Also, bei dem läuft ganz gut tatsächlich. Freut mich sehr viel. Freut mich sehr. Kannst du auch in der Beschreibung nachlesen. Cool. Meine Kindheit. Ich gehe nach Hause und ändere mein Leben. What's up ist meine Kindheit. Ich kann ein geschütztes Leben führen. Okay, es ist wirklich der Joke. Es ist wirklich der Joke mit dem Schwitzen. Ja, es ist wirklich der Joke mit dem Schwitzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach man, es sind wirklich die besten Insider, die besten Jokes hier drin. Es ist wirklich der Joke mit den Schwitzen, Mann. Mr. Trashpack, so ein süßer, sympathischer Mensch. Ach man. Ohne Angst haben zu müssen, Ausspioniert zu werden. Was? Yo, Bro, kannst du mich befreien? So zum Dank, hallo, komm zurück. Geil. Mist. Oh man. Julia, oh. John, wie habt ihr mich gefunden? Ich hatte echt die beste Zeit meines Lebens gerade. Aber ihr seid zu spät. Ist nur ein Joke. Nee, verarscht. Wie seid ihr eigentlich an den Wachen vorbeigekommen? Wir haben Verstärkung mitgebracht.
dir? Hey, Ju, ich hab dein Tamagotchi gerettet. Danke. Okay, komm, lass abhauen jetzt. Aufgekommen. Warte, das geht nicht. Wir müssen ein Ritual stoppen. Nein, wir müssen hier sofort weg. Ist viel zu gefährlich. Jungs? Hilfe. Ich hab mich gerade selbst gefesselt. Oh, Julia. Wollen wir immer nur davonlaufen? Ja. Wir können uns verstecken. Ich hab einen Kumpel, der hat auch eine Scheune im Goebbelsweg 18. Genau, wir verstecken uns einfach. Wie Rezo. Rezo ist... Goebbelsweg. Weiß ich auch nicht. Tot. Und wenn wir abhauen, sehen wir das bald auch. Wir alle. Rezo? Wer ist das? Lass abhauen, wie diese Frau da gesagt hat. John, du musst mir nur noch dieses eine Mal vertrauen. Ich brauche dich. Nein, Mann, ich hab keinen Bock mehr drauf. Wir fallen von einem Scheißhaufen in den nächsten. Von mir aus bleib hier. Aber ich schwöre dir, auf mich kannst du dann nicht mehr zählen. Dann war's das. John lügt. Sein Auge zuckt wieder. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig fand, aber es sah so schön aus. Holy shit, Junge. Junge, wie, wo wurde das gedreht? Waren die bei den Illuminaten zu Hause? Was ist, wo gibt's das? Wo kann man sagen, habt ihr so einen Tempel, wo man so eine Beschwörung durchführen kann? Ach so, ja, haben wir. Lagerhalle 17, komm vorbei. Hä? Sieht aus wie mein Aerobic-Kurs. Seht ihr die Feuerschale voller Mondblumen? Wenn der Mondstein da drin landet, geht die Welt unter. Der Mondstein ist an einem Zepter befestigt, was jeden Moment zum Ritual gebracht wird. Wir müssen dieses Zepter... Ich würde gerne wissen, wer den Auftrag hatte, John dahin zu schieben und wieder zurückzuziehen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es Thomas war. Der Clown. Ah, wartet, ich habe eine Idee. Die Zeit ist gekommen, meine Brüder und Schwestern. Bringt mir das Zepter. Oh mein Gott, es ist wirklich episch. Es ist actually episch. Ja, der wird geköpft. Yes. Oh mein Gott, das längste und dünnste Seil der Welt. Nein, ergreift sie! Diese Mucke ist so geil. Ich hab das Zepter. Schnell weg hier. Okay, geht klar. Ah, mein Ei. Übergehen, Lonnie. Oh, shit. Oh, du kleine scheißsüßes Scheißding. Oh, ich lieb den Jungen. Ich lieb den Jungen. Sag mir, was ihr wollt. Ich lieb den. Schnappt sie euch. Du das? Wieso bist du böse, obwohl du so süß bist? Oh, ich lieb den Jungen. Oh nein! Hey! Seine Eltern sind gestorben. Oh, ey, nein! Hey! Ich möchte eine Serie über den kleinen Kerl haben, okay? Pete! Ey, das ist ehrlich. Ich weiß nicht, warum ich eine emotionale Bindung zum Stoffkänguru aufgebaut habe, aber ich hab's aufgebaut. Guck mal, wie klein seine Gitarre ist. Er hat so eine kleine Gitarre. Er hat so eine kleine Gitarre. Ach man. Hey. Alles wird gut. Oh. Hey. Der wird einfach weggetreten und angespuckt. Verstanden. Oh, ist hier Pete? Ja, Bro, imagine, er erzählt so seine Tragik der Lebensgeschichte und er ist ganz halt. Sehr gut. Ach, Mann. Nimm das. Oh, shit. Oh,
Zeit im Nunchucks-Junge. Noch jemand eine Schlagzeile? Ich ziehe dich. Oh, noch jemand eine Schlagzeile. Guter Joke. Oh, nein. Nein, Rainer, du bist doch Brothers Vater geworden. Warte, warte kurz. Warte ganz kurz. Ja. Was ist das? Die Zutat zu unserem Sieg. Jungs, ihr müsst echt an eurem Wortschatz arbeiten. Actually. Oh mein Gott, sah das geil aus. Das sah wunderschön aus. Geile Choreo. John, hilf! Joe! Scheiße! Ich komme! John! Also wirklich Green mit reinzubringen war eine der besten Ideen. Beste, Top 5 beste Ideen 2022. Scheiße! Oh mein Gott, Junge! Ja, das! Stopp! Gib mir das Zepter, sonst ist dein Freund tot! Nein, John! Lass ihn los, Oscar. Ist dir das Leben deines Freundes nichts wert? Hör damit! Los! Nein, Joe, tu's nicht! Los, runter! Los, mach schon! Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott! Geil. Cool. Nice. Tino. Nice. Tino! Junge, ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper gerade. Ich habe wirklich Gänsehaut. Oh, Lidiro auch noch am Start. Cool. Oh, Junge! Bro, ich hab wirklich gerade... Das ist ganz krass gerade. Also, real talk. Wow. 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 Junge, wir haben doch Bibi No Money auch noch am Start. Holy shit! Das Haus, Junge. Oh mein Gott, die Null. Denn du bist eine Null. Nein! Nein! Nein, mein Herr! Ich hab doch alles getan, was du von mir verlangt hast! Dann gehen wir alle gemeinsam unter! John, nein! Nein! Oh mein Gott! Ich werde meine Tochter nach dir benennen! Keine Bohnen mehr! Wir sind am Arsch! Arsch! Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief! Oh, was war denn jetzt? Er riecht nach Arsch auch. Mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Hey, was soll das, John? Mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Mit A. Forget the Roy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit, wollt doch noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück an meiner Uhr. Sag mir, wie's geht, gibt es einen Weg?
Weg. Wow. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit, wollt doch noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück an meiner Uhr. Sag mir, wie's geht, gibt es einen Weg? Wir haben zusammen so viel durchgemacht, geweint, gefetzt und tot gelacht. Und Junge, das ist echt emotional irgendwie gerade. So schön gemacht, holy shit. Jeden Abfall hast du für mich rausgebracht. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit, wollt doch noch mit dir nach. Ein bisschen emotional gerade, sag ich, wie es ist. Drehe sie zurück an meiner Uhr. Sag mir, wie es geht, gibt es einen Weg. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit, wollt doch noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück. Lieber auch diese Quicksilver-Element hier. Holy shit. Oh, Junge, diese neuen Songs sind so geil da drin. Krass. Junge, wie gut sieht das aus? Neue Ukulele für John. Das Einzige, was ihm von John übrig geblieben ist. Die Haare, die ich immer rausgerissen habe. Oh, die sieht so süß aus, die Ukulele. Das ist nicht deine Schuld. Du hättest nichts tun können. Niemand hätte das. Hier. Zieh das hier an. Die neuen Eternal God Klamotten. Wieder frisch im Shop. Danke. Mir geht schon ein bisschen besser. Aber letztendlich haben die Masken gesiegt. Wir haben versagt. Holy Aber shit, Mann. Der Mond kommt. Die Welt wird untergehen. Wir müssen doch irgendwas tun können. Wir können nichts mehr tun. Aber Rezo hat doch irgendwas von diesen Wächtern erzählt. Wächter. Der Osterhase. Der hatte das hier in der Hand, als wir ihn gefunden haben. Warte, das sind die gleichen Symbole wie die auf deinem Rücken. Du, da tut sich irgendwas. Was? Das Sounddesign ist so wunderschön, Junge. Das ist so wunderschön. Ah, wir haben hier ein Paket für. Ihr Mann im Mond. Bro. Es ist viel zu krass. Es ist viel zu krass. Also das hat sich gerade wirklich geiler angefühlt als, keine Ahnung, die letzten 20 Filme am Ende, die ich gesehen habe. Das war ein besseres Ende. Ich bin mehr gehypt darauf als auf, keine Ahnung, was in meinem Leben. Wie episch war das bitte? Die Tür klingelt, sie machen auf und es sind einfach die Ehrenmänner of the Galaxy am Start. Wow. Also wie das alles zusammenführt. Ich könnte glücklicher nicht sein. Holy fucking shit. Menschenmengen, die machen mir ehrlich Angst. Wow. So viel, dass ich mich fast nicht mehr bewegen kann. Ich versuche zu lächeln. Mein Verstand, mein Herz ist. Okay, es kommt, glaube ich, nichts mehr am Ende. Insane. Ganz kurz, wir haben natürlich zu jedem dieser Videos hier eine Reaction hochgeladen. Allgemein habe ich eigentlich zu jedem Julian Bam Hauptvideo eine Reaction gemacht. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal nachschauen. Und wir werden auch zu allen Vollversionen eine Reaction demnächst hochladen. Insane. Das ist einfach das Beste, das ist das beste Video, das beste YouTube-Video, was ich je gesehen habe. Das ist einfach ein Fact. Mir würde nichts anderes einfallen. Es waren 40 Minuten, die sich wirklich angefühlt haben wie 10. Maximal. Die sind im Fluge vergangen.
Es kam eine Überraschung nach der anderen. Das Storytelling war insane gut. Man hatte einfach eine richtig gute Zeit für 40 Minuten. Es war so, man hat 40 Minuten einfach, war man hier drin. Es hat sich angefühlt, als ob man so wie im Kino ist. Wisst ihr, wenn man einfach so guckt und genießt. Und so war dieses Gefühl gerade. Es ist so, ich hatte so eine gute Zeit gerade. Wirklich 40 Minuten, die im Flug vorbei waren. Es war insane. Wie gut waren die VFX-Shots? Wie gut waren die CGI-Effekte? Insane waren sie. Insane. Wie gut war das Storytelling, wie alles zusammengeführt hat? Wie traurig. Ich war ehrlich kurz davor, eine Träne rauszudrücken. Also ehrlich. Als John gestorben ist. Das war so emotional mit diesen ganzen Rückblenden noch. Das war wirklich, wirklich gut gemacht. Das war wirklich krass. Das ist das allerbeste YouTube-Video, was ich je gesehen habe. Hundertprozentig. Wow. Ich bin auch ein bisschen sprachlos gerade. Ich sag's, wie es ist. Holy shit. Meinen größten Respekt an das ganze Team. Wirklich an das ganze Team. An jeden, der daran beteiligt war. Und einfach auch danke für diesen wunderschönen Content auf YouTube. Dass ihr uns so eine wunderschöne Zeit gebt. Dass ich jetzt hier so eine schöne Zeit hatte. Und es ist insane. Und man, ich frage mich wirklich, wie es möglich ist, dass diese Effekte da teilweise echt besser aussehen als die wir aus Hollywood kennen oder auf Netflix sehen. Also es ist ja so, es ist ja so. Ganz, ganz krass. Insane. Und ich lieb's, dass sie mit allen Leuten, den sie gedreht haben, Gronkh, Elif, Bibi No Money, diese kleine Szene gedreht haben, so wo sie so nach oben gucken und der Himmel sich verdunkelt. Wow. Link zum originalen Video ganz, ganz oben in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Bitte geht drauf, lasst Liebe da, Aufruf, Kommentar, Daumen hoch. Und wir werden uns natürlich die Outtakes ansehen, die Vollversion-Songs, alles Weitere. Ich bin sprachlos. Es war insane. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet hier eine schöne Zeit bei dem Video. Sehr, sehr lang geworden, aber zu Recht auch. Ich habe versucht, nicht allzu viel zu pausieren. Ich habe aber geguckt, dass ich eine gute Balance habe zwischen Sachen, die ich dann auch ansprechen muss. Und einfach nur auf mich wirken lassen möchte mal. Ja, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend, wie ihr es immer hier seid. Und ja, dann sehen wir uns.